Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal mir was Besonderes ausgedacht, das habe ich schon bei YouTube Talk erwähnt. Und zwar kommt heute das erste Video über Planeten, übers Universum, Richtung Astronomie. Falls manche von euch daran interessiert sind, ihr könnt mich gern kostenlos da oben abonnieren, wenn ihr wollt, wenn ihr noch mehr über die verschiedenen Planeten und alles erfahren wollt. Ich hab mir heute einen ganz besonderen Planeten herausgesucht, den ich wirklich sehr gerne mag. Und nein, es ist nicht Saturn. Saturn ist nämlich echt cool. Aber nein, es ist nicht Saturn. Ich werde euch gleich den Namen verraten. Vorher möchte ich noch sagen, ich denke über sehr vieles nach, was ich machen könnte. Falls euch noch was einfällt, also manchen von euch, entweder in die Kommentare schreiben oder manche meiner Abonnenten kenne ich persönlich. Die können mir dann noch mal sagen, was ich noch alles machen könnte. Ich denke daran, vielleicht sogar Videos auf Englisch zu machen. Ich weiß auch nicht wieso. Aber falls ihr noch nicht wusstet, ich bin halber Amerikaner, deswegen dachte ich mir, warum nicht? Und ich werde jetzt einfach mit dem Video beginnen. Heute dreht sich alles um den liebevollen Planeten GJ1214b. Okay. Dieser Planet hat keinen sehr tollen Namen, wo man jetzt sagen könnte, oh Gott, ich merke mir den sofort, was für ein super toller Name. So nenne ich mein Kind, so nenne ich jeden. Nein, also wirklich nicht. Dieser Planet heißt aber auch Wasserwelt oder wird auch Wasserwelt genannt, denn dieser Planet hat absolut kein Land. Das bedeutet, es ist ein sogenannter Ozeanplanet. Und nein, es gibt kein Leben dort drauf, denn es erhitzt sich auf bis zu 120 Grad Celsius. Es gibt keine Atmosphäre. Er ist 40 Lichtjahre von uns entfernt und hat, wie gesagt, überhaupt gar kein Land. Dieser Planet geht Kilometer tief in den Kern. Also dieser Planet, was heißt dieser Planet, dieser Ozean sozusagen, geht Kilometer tief hinein. Und es gibt viele Leute, die diesen Planeten sehr gerne mögen, weil er einfach komplett aus Wasser besteht. Er wurde 2009 entdeckt von jemandem, dessen Namen ich einfach nicht aussprechen kann. Es müsste auch auf Wikipedia stehen, denn dieser Name ist wirklich total komisch. Jedenfalls, wie gesagt, 40 Lichtjahre von uns entfernt. Und apropos 40 Lichtjahre von... Stimmt. Apropos 40 Lichtjahre von uns entfernt. Es gibt noch einen Planeten, über den werde ich das nächste Mal berichten. Der ist auch 40 Lichtjahre von uns entfernt. Da werdet ihr noch sehen. Also es ist ein sehr interessanter Planet. Ich finde den auch super toll, aber GJ1214b ist immer noch mein Favorit. Ja, Leute, wie gesagt, GJ1214b ist ein Wasserplanet. Er hat nur Ozean, keinerlei Land. Er hält sich auf bis zu 120 Grad. Der ganze Ozean, woraus der Planet besteht, geht bis in den Kern hinein. Und dieser Planet ist einer, der 2009 entdeckt wurde, 40 Lichtjahre von uns entfernt. Das sind so die groben Details. Falls ihr euch interessiert, gebt einfach in Google ein GJ1214b. Ich weiß, dieser Name ist total beknackt. Ich konnte mir erst überhaupt nicht merken, aber irgendwann legt man den Schalter um und dann geht's. Ja, Leute, und das war die erste Folge von Astronomie und so weiter. Ich habe dafür keinen Namen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen oben, wenn ihr sagt, will ich wiedersehen über verschiedene Planeten. Und mit Daumen hoch und Daumen runter zeigt ihr mir sozusagen eure Meinung. Abonniert mich kostenlos, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also ich zwinge niemanden dazu, aber wenn euch die Videos gefallen, ihr könnt durch die ganzen Listen gehen, durch die ganzen Playlists und dann überlegen, ob ihr mich abonnieren wollt. Wie gesagt, habt noch einen wunderschönen Tag, habt noch eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes 2017 wünsche ich euch allen und wir schaffen es diesmal.